Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Marvin und im heutigen Video möchte ich etwas mit euch auspacken. Wie man hier schon sieht, handelt es sich um einen 3D-Drucker. Genau genommen ist das der 3D-Drucker Rainforce RF100 aus dem Hause Konrad. Es wird damit geworben, dass dieser 3D-Drucker sehr leicht zu bedienen ist. Das heißt, man packt ihn aus, kalibriert ihn und dann kann man auch schon losdrucken. Ob das wirklich so ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Dann schauen wir mal in das Päckchen rein. Ich öffne das Päckchen jetzt hier einmal. Und dann kann ich das Päckchen so einmal öffnen. Und hier sehen wir auch schon den Drucker. Den hole ich jetzt einmal aus dem Paket raus. So, jetzt mache ich den Schaumkarton ab und dann sehen wir hier auch schon einmal den 3D-Drucker. Gut verpackt ist der 3D-Drucker auf jeden Fall schon mal. In den Karton kann ich jetzt einmal reinschauen. Im Karton ist nämlich einmal ein Netzteil, ein Teflonschlauch, eine Pinzette, ein Spachtel, ein paar Schrauben und ein paar Schraubenschlüssel. Wir haben einmal ein USB-Kabel. Wir haben einen Seitenschneider. Wir haben einen Filamenthalter, den wir noch an den Drucker schrauben müssen. Und wir haben eine 8 GB SD-Karte für den 3D-Drucker. Als allererstes schrauben wir den Filamenthalter an unseren 3D-Drucker, damit wir die mitgelieferte Filamentrolle auch an unserem Drucker befestigen können. Dazu drehe ich den Drucker einmal und hier an der hinteren Seite schraube ich jetzt einmal den Filamenthalter fest. Als nächstes stecke ich den Drucker einmal an den Strom an. Hierfür nehme ich das mitgelieferte Netzkabel und das verbinde ich jetzt einmal mit dem Drucker und der Steckdose. Nun kann ich auch die Druckplatte auf den Drucker legen. Fertig. Wenn ich nun den Einschalter drücke, dürfte sich der Drucker einschalten. Und man sieht auch schon, dass das LCD-Display angeht und der LED-Streifen, der das Druckbrett beleuchtet, auch hell wird. Im nächsten Schritt heize ich dann einmal den Extruder vor, damit wir das Filament in den Extruder schieben können. Als nächstes nehmen wir uns den Teflonschlauch und den schieben wir hier hinten das Loch einmal rein. Dann nehmen wir uns das Filament und schieben das einmal durch den Teflonschlauch durch. Wenn die Druckspitze des Druckers dann heiß ist, dann können wir uns das Filament nehmen und das oben in den Extruder reinschieben. Der Extruder zieht das Filament dann selbstständig hinein. Nun schieben wir eine SD-Karte ein und wählen ein 3D-Modell aus, was gedruckt werden soll. Das war's auch schon mit dem heutigen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt, wenn ihr mich abonniert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.